Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Wir sind noch in Kochen an der Mosel. Gestern war die Wanderveranstaltung von Auto mit Sebastian, der Community-Wandertag. Wir haben jetzt heute Sonntag, haben ausgeschlafen und Mittag gegessen. Frühstück haben wir direkt übersprungen, weil der Bäcker hat nur bis 11 auf und wir sind erst um 11 aufgestanden. Dann das hat nicht so gut gepasst. Ja, wir wollen jetzt gleich so ein bisschen baden, nachher nochmal das Kanu aufpumpen und ein bisschen auf der Mosel rumfahren hier. So, und dann geht es jetzt die nächsten Tage nochmal quer durch Deutschland so ein bisschen. Hier und da ein bisschen Kanu fahren oder irgendwas anderes machen, was uns so einfällt. Wir haben noch kein richtiges Ziel, noch nicht so wirklich vorgenommen. Wir schauen einfach spontan immer. Jo. Wenn du das sehen willst, dann bleib einfach dabei, guck dir das Video an. Das wird wahrscheinlich ein Video, mehrere Tage, schätze ich mal. Genau. Erstmal, Sieben ist da, der ist schon drin. Ich muss noch mal mein T-Shirt ausziehen. Und dann geht das mal ins Wasser. Ich glaube, ich gehe erstmal aus dem Wasser raus. Der da ist nicht so lieb. Der hat gestern schon gebissen. Komm. Ich gehe mal lieber wieder. Der hat gestern schon da liegen gebissen. Lass ihn vorbeischwimmen einfach. Der schwimmt weiter. Da vorne ist der andere nämlich. Da hinten schwimmt auch noch einer. Die waren gestern immer zusammen. Die sind beide auf dem Campingplatz bei uns hier. Wir sitzen immer bei den Leuten vom Wohnwagen und gucken natürlich, ob sie was zu fressen finden. Und alle wollen die filmen. Ich habe das vorhin auch schon gemacht. Steven ist gestern schon weggelaufen, weil er nicht mehr daher gerannt ist. Einfach so auf einmal läuft er los. Und einen anderen Mann haben wir gesehen, da hat der Schwan dem fast das Handy aus dem Hand rausgenommen und dann von den Fingern gebissen. Muss ich nicht unbedingt haben. Gut, ich gehe auch mal ins Wasser. So, ich habe mein Kanu aufgebaut, beziehungsweise wir haben das aufgebaut. In der Richtung ist Kochen, in der Richtung ist Kloppen. Die Strömung ist hier ganz leicht, die geht in die Richtung runter. Wir fahren jetzt erstmal gleich nach Kochen hoch, gucken uns das da ein bisschen an vom Wasser aus und lassen uns das später runter treiben. Ja, jetzt sind wir in Kochen angekommen. Da hinten ist die Burg. Und auf der Seite, da sind wir gestern ja rübergelaufen über die Brücke bei der Wanderung. Hoch zu dem Ding da irgendwo, sieht man glaube ich nicht auf der Kamera. Ja, die Strömung ist wieder da. Am nächsten Tag. Guten Morgen, heute ist Montag. Wir sind schon dabei, unsere Sachen abzubauen. Steven war eben schon beim Bäcker und hat schon Brötchen geholt und Kaffee. Soweit haben wir hier drinnen auch schon alles raus. Denke ich mal. Jo, das sieht gut aus. Dann noch die Sachen zusammenpacken. Es ist aber auch erst 9:30. Bis um 11 haben wir noch Zeit hier. Wir müssen das Boot noch zusammenbauen. Also ganz in Ruhe, sind sehr gut in der Zeit. Und wo wir dann hinfahren, wissen wir immer noch nicht. Das müssen wir dann gleich mal spontan gucken. Welche Richtung und Ziel und so weiter. Was wir machen, Boot fahren, Lost Place angucken. Wandern gehen wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, wir schauen mal.
So, es ist alles abgebaut und eingeladen. Ja, gut, gehen wir gleich ab. Wir fahren hier direkt gleich einkaufen und den Müll wegbringen. Vorne gibt es Mülltonnen. So, dann geht es jetzt erstmal einkaufen. Auf dem Parkplatz beraten wir uns dann, wo wir hinfahren. Wir haben dann das Place gefunden. Ah, hier war ein weiter Weg. Gucken wir mal da rankommt. Hier geht das Gebäude weiter. Ich habe natürlich das beste Schuhwerk für ein Lost Place an. Badelatschen. Brennnesseln. Alles am Start hier. Wir versuchen mal reinzukommen. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Gucken wir mal rein. Jo, da war ein kleiner Lost Place, war ganz schön, sehr, sehr alte Einrichtung. So, lohnt sich, also hat sich gelohnt, fand ich, auch wenn es nur ganz klein war, aber trotzdem. So, jetzt wollen wir aber irgendwo an einen See oder sowas in der Art. So, wir sind am Badesee angekommen. Es blitzt und donnert. Man sieht gar nicht durch die Scheibe, wie toll es regnet, aber hier vielleicht, ja. So, ja, jetzt müssen wir erstmal warten, glaube ich, ein bisschen. Leider war das Wetter zu schlecht zum Baden. Wir haben uns etwas zum Übernachten gesucht und sind frühmorgens in die Nähe von Bremen gefahren. Guten Morgen, beziehungsweise fast Mahlzeit. Wir haben die Nacht ganz gut überstanden, dann hier von einer Autobahnbrücke. Sind jetzt heute Morgen schon direkt durch nach Bremen gefahren und ja, sind hier an dem See, an dem ich schon öfters mal war. Von dem kann man auch auf die Weser rauf fahren. Kennen vielleicht die, ja, einige von denen, die das letzte Video mit Natururin gesehen haben und Leopold Elvis. Aufgepumpt, packen gerade noch ein paar Sachen zusammen und dann geht es ein bisschen auf den See. Vielleicht auf die Weser mal schauen. Wir sind hier an so einem kleinen Strand an der Weser direkt. Da vorne ist die Eisenbahnbrücke, unter der ich mit Leopold Elvis und Natururin letztens übernachtet habe. Ja. Hier ist gerade ein bisschen Schatten. Wird ganz schön warm jetzt gerade.
So, wir sind gerade auf dem Rückweg, denn Natururin kommt gleich zu uns. Der bringt auch sein Schlauchboot mit. Und dann fahren wir ein Stück auf der Weser zusammen und übernachten draußen mit Lagerfeuer und Grillen und so weiter. Und ein Bierchen bestimmt auch. Erstmal müssen wir da ankommen. Wir haben es nicht lange. Natururin, der braucht noch 1,5 Stunden, nee, ja, 1,5 Stunden ungefähr, bis er da ist. So, aber ja, das wird, glaube ich, ganz gut. Wir haben auch noch einen richtig schönen Platz gefunden, wo wir übernachten können, mit Feuerstelle und allem drum und dran. Perfekt. Am Ende von dem Schiff, da ist ein Anleger. Da kommt Natururin jetzt gleich an, pumpt schnell sein Boot auf und dann geht das da lang. Da ist die Autobahnbrücke, da runter durch und dann zum Strand. Natururin lädt jetzt gerade noch den Rest ein. Muss gleich auch noch einsteigen. Aber soweit sieht das hier schon mal einigermaßen schwimmfähig aus. Kommen wir gleich noch 30 Kilo Rucksack oder so rein. Sieht gut aus. Ich weiß zwar nicht, wo Natur noch hin soll, aber ja, stimmt, der muss in der Mitte sitzen, der kann auch da paddeln, da sind die Paddellöcher. Ah, du musst dich schon unten reinsetzen. Du bist von dem Schwerpunkt viel zu hoch. Du kippelst zu viel zu schnell. Oder du probierst jetzt erstmal, probiert erstmal eben dahin zu fahren. Weißt du? Probiert erstmal dahin zu fahren. Da ist nämlich nicht, da ist. Dann habt ihr erstmal da ein bisschen was an Übung. Ja. Sie sind unterwegs, sie sind auf dem Wasser. Nun sind sie auf der Weser. Nachdem wir Natururin und den Bär gefühlt eine Stunde geschleppt haben, sind wir endlich So, angekommen. ja. Dass wir Natururin und der Bo schon getroffen haben, habt ihr eben schon gesehen. Jetzt nochmal da. So, nochmal Hallo. Genau. Und Das ist Grillfleisch. Was hier, dieser Grillfleisch, der muss erwachsen werden, damit das fertig ist. Damit genau. das essbereit ist, genau. Das muss erwachsen werden. Deswegen, boah, ist das heranwachsen. Boah. Pfui. Sehr gut. Grill, ja, Das läuft ist richtig gerade. heranwachsend hier vorne. Einfach mal ihm zeigen. Ich drehe mal um. Die sind noch Hier habe ich lange unser Schlafplatz aufgebaut schon. Hier schlafen wir. Natururin sitzt noch hier auf dem Boden. Und der Bo hat sich hier auch schon aufgebaut. Das sieht auch schon ziemlich gut aus mit Kopfkissen und allem drum und dran. Die Boote haben wir rausgeholt. Und hier vorne ist halt gleich das Wasser. Wir müssen unbedingt fast so schwarz werden und wie die letzte So, Raucher schon, mal gucken, aber was der Abend noch so kurz gibt. Davor. Ich liege schon, ich habe schon ein Loch getroffen. Vorher bleiben die Haare. Hast du aber auf Video? Habe ich auf Video. Wie schön dieses Bild aussieht hier, das Feuer, daneben die Adiletten da. Da in Rot ist Natururin. Und da hinten gar nicht zu erkennen. Asiletten oder was? Ist, ah, siehst du. Da ist der Bo. Der liegt schon. Asiletten. Kleines Feuer. Asiletten oder Adiletten? Asiletten. Ja, okay, passt besser zu mir, ne? Ja, Asiletten. Genau. Ja. Okay. Boah, was ist das an?
war scheiße. Das macht Blasen. Guck mal, wie fertig dieser Kaffee ist. Du machst richtig Blasen hier. Du machst richtig wilden Terror. Jetzt noch einmal ein paar Minuten ziehen lassen und dann ist Kaffee fertig. Dann können wir das trinken. Jo, guten Morgen. Ja, also so haben wir jetzt geschlafen hier. Naturin hat uns schon Kaffee gekocht. Jetzt füttert er gerade einen Schwan. Der ist voll fett. Hier sitzt da, er steht da. Wo steht da? Sitzt da? Meine Güte, was ist denn hier los? Er sitzt und er steht. Sieht man ja ganz genau. Und der Schwan ist da. Der ist voll fett. Also der ist immer noch fett. Die beiden sind jetzt wieder auf dem Wasser. Die müssen nur da drüben rüber. Da ist ein Anleger eingezeichnet. Von dort aus haben die das nämlich nicht mehr weit dann zum Bus. Und dann irgendwie 2,5 Kilometer oder so. Der Schwan guckt auch zu. Und wir packen jetzt unsere Sachen ein hier und nehmen auch die Sachen von den beiden mit und bringen den darüber. Also können die ohne Gepäck fahren. Geht auch schon ganz gut. Die haben schon fast die Hälfte geschafft. Ja, wir fahren da gleich hinterher. Ja, genau. Ich würde sagen, das ist das Ende vom Video jetzt. Wir fahren jetzt einfach nur nach Hause. Es regnet richtig heftig. Mal gucken, morgen soll das Wetter wieder richtig gut werden. Vielleicht machen wir morgen noch mal was. Schauen wir einfach. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.